Willkommen zurück, eine neue Folge Motorsportmanager. Und zwar wurde ich in den Kommentaren gefragt, wann denn die nächste Folge kommt. Das heißt, es ist doch ein Interesse jetzt mittlerweile wieder vorhanden und mal wieder Motorsportmanager anzuschauen. Die letzte Folge war irgendwann im September letzten Jahres, jetzt haben wir Mai. Das heißt, das sind dann auch schon wieder, ich glaube, 8 Monate vergangen, seit wir das letzte Mal hier reingeguckt haben. Und ich muss mich erstmal zurechtfinden. Also, was ich noch weiß, ist, dass wir jetzt hier in der vierten Saison mittlerweile sind. Wir sind, mal schauen, im Kalender vorm ersten Rennen, alles klar. Mit unserem Team in der Formula 3. Dann haben wir hier gute Sponsoren, weil wir auch eine Marktfähigkeit von 5 Sternen haben. Das ist gut. Das heißt, wir haben auch einiges schon gebaut hier. Bekommen pro Rennen 1,4 Millionen. Okay. Budget fürs nächste Auto kann gering sein. Das ist in Ordnung. Beim Scouting sind auch noch ein paar mit drin. Und wir haben schon einige hier uns mal vorgemerkt. Mal sehen, ob wir dann irgendwann einen davon bekommen können. Die Boxenmannschaft, da ist einer ausgebrannt. Bei den anderen scheinen die Verträge noch aktuell zu sein. Ja, den können wir nicht weiter fördern. Das heißt, wir müssen uns dann mal einen suchen, der für Reifenwechsel da ist. Ansonsten alles Verträge 10, das sieht gut aus. Ja, das könnten sie mal noch ins Spiel implementieren, dass man bei den Boxencrews auch so 2 Rennen vor Schluss mal eine Nachricht bekommt, hier Vertrag läuft aus oder so. So, das heißt, wir brauchen jemanden, der gut mit Reifen kann. Wird in diesen Rennen noch nicht sein, aber im nächsten dann. Bei den Mitarbeitern haben wir hier nachtanken, schneller. Ah ja, also wir sind hier beim Nachtanken und der hat dann sogar sparsam mit Benzin. Okay, wir holen also unsere Vorteile aus dem Nachtanken raus. Das sehe ich gerne, dass wir hier schnell nachtanken können. Unsere Fahrer, Concorn und Porter, die hatten beide sehr hohe Marktfähigkeit. Feedback war ein bisschen schlechter. Held der ersten Runde, hat auch eine hohe Marktfähigkeit und er ist Pay Driver. Wichtig, okay, dann wissen wir, ihn müssen wir zum Freitag mit einsetzen. Wenn das denn ging, war das nicht irgendwie so, dass wir den nicht einsetzen konnten, weil es irgendwie verbuggt war? Ich weiß es jetzt gar nicht. Gut, bei unserem Hauptquartier bauen wir gerade die Fabrik zu Stufe 3 aus. Und das Entwicklungszentrum ist Stufe 2. Wir haben das Besucherzentrum mittlerweile gebaut. Das nächste Gebäude wäre dann der Straßenwagenpark, um ordentlich Geld reinzuholen. Unser Auto. Okay, das sieht erstmal noch in Ordnung aus. Jetzt müssen wir gleich mal Reparaturen reingeben. Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung wird hier sehr viel verlangt. Das heißt, das Getriebe und den Motor nehmen wir mit rein. Die Heckpartie ist in Ordnung. Soweit. Das heißt, die beiden sind hier vorrangig zu verbessern. Ich würde sagen, wir nehmen dieses Jahr dann auch das Getriebe als neue Teile am Ende des Jahres. Das heißt, wir verbessern hier mal die Aufhängung und den Motor. Gehen aber hier auf die Zuverlässigkeit. Die ist am Anfang sehr wichtig.
Oh, und wir müssen hier mindestens Vierter werden. Okay, das ist ambitioniert. Gut, dann bekommen wir pro Rennen eine Million Einkommen. Alles klar. Gut, mehr haben wir jetzt hier erstmal nicht. Das heißt, mal sehen. Ah, hier kommt doch gleich noch was. Ein Scouting-Bericht, okay. Ah, das bringt uns erstmal nichts weiter. Hier kommt noch ein weiterer Scouting-Bericht, den nehmen wir natürlich noch mit. Der hat auch zu geringe Marktfähigkeit. Und wir haben hier freie Plätze. Da müssen wir mal schauen. Oh, es gibt hier neue junge Fahrer. Wie weit sind wir denn hier schon vorgedrungen? Alter 1, 23, 24, 25. Aber wir haben quasi schon fast alles entdeckt. Hier ist dann der Rest 29. Aha, bis 29 alles voll. Ja, so viel ist gar nicht mehr zu entdecken an Fahrern. So, jetzt machen wir mal kurz Pause und gucken uns unser Auto an, wie das ausschaut. 65, 64. Na, ich muss die beiden erstmal noch drin lassen, dass wir hier so weit es gehen von der Zuverlässigkeit gut hinkommen. Wir haben jetzt knapp 70% bei den vier Komponenten. Das sollte eigentlich ausreichen, dass wir nicht unbedingt reparieren müssen. Die anderen beiden Komponenten müssen wir dann mal schauen. Okay, ich bin gespannt, wie wir performance-technisch dastehen werden. Da ich noch nichts weiß und die Strecke uns eigentlich auch nicht so richtig liegt, meines Erachtens nach, gehen wir hier mal auf 7. oder besser. Und dann bin ich gespannt, was wir denn hier erreichen können mit unserem Gefährt. Ich weiß gar nicht mehr, also so schlecht können wir nicht gewesen sein in der letzten Saison, wahrscheinlich Zweiter oder so, wenn jetzt Vierter als Minimumziel ausgegeben wurde. Und dann schauen wir doch mal, wie wir uns dieses Jahr schlagen werden. Es ist erstmal sonnig. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, welches Wetter zum Qualifying, zum Rennen. Qualifying gibt es, glaube ich, nicht. Zum Rennen sein wird. So. Ah ja, die beiden gehen halt nicht. Und das geht auch immer noch nicht. Das ist echt bescheuert. Warum setzen wir den? Machen wir es so. Warum wird hier kein Fahrer ausgewählt? Was ist das für ein komischer Bug? Und dann am Ende wird der, glaube ich, nicht mitgenommen und wir kriegen den seinen Pay-Driver-Bonus nicht. Das ist echt bescheuert. Na gut. Ja, hier steht er nämlich jetzt auf einmal wieder drin. In dem Auto. Ne, und hier steht er drin. Okay. Ja, ist halt trotzdem komisch. Dann kriegen wir nicht so viel Feedback, aber wir kriegen zumindest den Pay-Driver-Bonus. So. Gehen wir hier auf härtere Fahrweise. Wie viele Runden müssen wir denn aushalten? Ja, wir gehen auf die weichen Reifen. Einen Boxenstopp müssen wir auf jeden Fall machen. So, dann schauen wir doch mal. Der hält sogar nur 7 bis 9 aus. Zum Training. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wie vermutet, Concorde sitzt halt drin. Und der PRS sitzt drin. Das ist aber okay. So, wir gehen wieder auf schnelle Fahrweise. Diesmal halt auf 12. Ich hoffe, das ist für euch nicht zu schlimm, das zu verfolgen. Wir brauchen hier im Endeffekt ja einfach erstmal nur ein paar Rundenzeiten und dann ein Setup, was wir erstellen können. So,
Dann schauen wir doch mal, wie das aussieht, das Setup. Okay, die Abstimmung mit den Flügeln passt schon ganz gut. Jetzt ist die Frage, gehen wir noch ein Stück härter im Fahrwerk? Wir probieren es mal so. Ah, und er passt noch nicht so ganz. Das heißt, da gehen wir hier ein Stück höher. Der passt mit der Geschwindigkeit gar nicht. Das heißt, wir gehen noch ein Stück härter, aber kürzer von der Geschwindigkeitsbalance und testen mal auf zwei unterschiedliche Weisen und dann werden wir sehen, was sich als besser herausstellt. So, nächste Konfigurationsstufe freigeschalten. Das passt. Ja, wir bekommen hier auf jeden Fall Stufe 2. Das sollte drin sein. So, jetzt kommt der erste von den beiden wieder rein. Und wir schauen uns mal das Setup an. Okay, das ist schlechter geworden. Das heißt, wir sollten hier doch weicher gehen und mit kürzerem Getriebe. Wie sieht es bei ihm aus? Oh, das ist insgesamt sogar schlechter geworden. Okay. Also auch hier oben. Hier unten ist es besser geworden. Gut, also. Wieder weicheres Setup. Hier gehen wir mal ein bisschen weniger Flügel. Und hier unten müssen wir hier kürzer treten. Dann probieren wir das nochmal. So, letzte Minute der Session läuft. Klar, also Pyrrhus wird definitiv nicht nochmal über die Linie kommen. Bei Concorn glaube ich es auch fast nicht. Wir sind eine Sekunde hinter den Top-Teams. Laut Training. Aber keine Ahnung, wie das dann. Ah, das sieht gut aus. Und er ist sogar nochmal eine Runde, glaube ich, gefahren. Werden das gleich sehen. Ja, eine Sekunde dahinter, aber wie gesagt, beim Training kannst du auch 2 Sekunden davon sein und im Rennen funktioniert dann gar nichts. Das heißt, das Training, Trainingszeiten haben ja noch nichts zu sagen. So, wir stehen auf 2 und 7, alles klar. Wie viele Runden müssen denn überhaupt gefahren werden? Setups sehen gut aus, Treibstoffmenge 8 Runden. Und insgesamt müssen wir 18 Runden fahren. Okay. Okay. Reifenwahl. Haben hier 7 bis 9 und 9 bis 11. Es scheint komplett trocken zu bleiben. Gut. Wir könnten probieren, mit einem Einstop durchzufahren. Da müssen wir mal gucken, welcher von den beiden die Möglichkeit hätte. Wenn dann Concorn, weil er geht mit den Reifen nicht so gut um. Hier müssen wir 2x6, 3x6 Runden fahren. Und das sogar mit harten Reifen. Okay. So, 3x6 Runden. Dann gehen wir gleich 2 Runden raus. Und werden bei ihm definitiv hier das Nachtanken mitnehmen und den Renntrim. Bei ihm würde ich versuchen, auf einen Stop zu gehen. Ich nehme trotzdem das Nachtanken und den Renntrim mit. Und werde probieren,
mit einem Stop durchzukommen, nämlich Runde 9. Das bedeutet auch, dass wir hier beim Motor-Modi erstmal auf niedrig gehen und konservative Reifen. Und bei dem anderen machen wir neutral. Mal gucken, wie es funktioniert. Nina Holz als Valtteri Bottas. Wer hat das denn reinprogrammiert? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Los geht's. Ich bin gespannt, auch wie wir von der. Erstmal ein guter Start von Concorde am Anfang. Ich bin gespannt, wie wir mit den Reifen umgehen und mit dem Boxenstopp zurechtkommen. Oh, jetzt dachte ich, der hat abgekürzt, dabei geht die Strecke so lang. Ich war noch auf dem Trichter, dass die hier nochmal einen Knick macht. Ja, guter Start von Concorde und jetzt ist halt die Frage, wie viel wird er verlieren, dadurch, dass er halt sehr langsam unterwegs zu sein hat, um den Sprit zu sparen. Mal sehen, wie viel Sprit er sparen kann pro Runde. Sieht erstmal nach ungefähr 0,15 Runden aus. Das heißt, er braucht 6 Runden, knapp 7 Runden, um eine Runde Sprit rauszuholen. Das sollte möglich sein. Holz zieht hier vorne schon mal ganz gut weg. Und Concorde hält die restliche Meute so ein bisschen auf. Porter hinten kommt ganz gut mit. Also von der reinen Performance her scheinen wir nicht so schlecht zu sein. Wie gesagt, Holz zieht halt ganz schön vorn weg. Wie viele Punkte gibt es eigentlich jetzt hier? Ah, es gibt wieder von 20 bis 1 und für die schnellste Rennrunde dann 2 Zusatzpunkte. Okay. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, eher ins Ziel zu kommen, anstatt die besten Positionen zu machen, langfristig gesehen, weil ein Ausfall kostet dich halt so immens viele Punkte. So, jetzt wird Concorde dann doch überholt von den anderen. Das gelbe Team, Lucatelli Racing und Eastwood Motorsport. Das sind so die, die halt hier wirklich ziemlich gut derzeit sind. Und die uns jetzt wahrscheinlich auch davonfahren werden. So, ich denke, mit ihm können wir jetzt etwas aggressiver fahren. Er muss eh in 2 Runden dann an die Box. So, darf jetzt dann auch Concorde überholen. Die ersten kommen an die Box und die müssen auch schon reparieren. Da müssen wir das sehr genau beobachten. Er hat jetzt hier auch schon ein bisschen Sprit wieder gespart quasi. Das heißt, hier können wir auch ein bisschen mehr Gas geben, was den Sprit anbelangt. Ja, und das eine Team, das zieht halt wirklich tierisch weg, ne? Da sind wir jetzt schon 10 Sekunden dahinter. So, Porter wird jetzt richtig Gas geben, weil er in der nächsten Runde dann in die Box reinkommt. Das programmieren wir jetzt schon mal ein. Wieder die gleichen Reifen, die haben gut funktioniert. Und wieder 6 Runden. Teile sehen gut aus. Sicherer Stopp. Und Concorde kann jetzt schon mal auf neutral bei den Reifen gehen. Nicht mehr ganz so viel verliert. So, und dann bin ich gespannt,
ob wir den jetzt hier überholen können beim Boxenstopp durch unsere Nachtankenfähigkeit. Reifenwechsel funktioniert, Nachtanken funktioniert und wir sind vorbei. Sehr schön. So, dann geht's wieder auf Mittel und Mittel erstmal. Wir kommen hier auf Position 8 raus. Erstmal quasi der erste der von denen, die an der Box waren. Das ist gut. Und bei Porter, ja, die Reifen, das funktioniert ganz gut mittlerweile. Bodenhaftung wird ja auch immer besser. Regnen wird es nicht. Die ersten sind an der Box und die reparieren auch gleich. Porter kämpft hier mit Santos ziemlich krass. Der hat ihn jetzt leider auch überholt. Ja, und die ersten haben durch das Reparieren jetzt auch die Position an Porter quasi verloren. Okay. Ich glaube, wir können jetzt hier bei Concorn den Sprit hochstellen. Auf Mittel. Hat genügend gespart. Char kommt jetzt auch rein und der muss auch reparieren. Und Concorn fängt jetzt die 9. Runde an. So, in der Runde wird er reinkommen. Wieder die gleichen Reifen. Bis zum Maximum auffüllen. Teile sehen noch gut aus. Ja, dadurch, dass die ersten beiden hier Reparaturen gemacht haben, sieht das für uns ganz gut aus. Derzeit Platz 1 und Platz 2. Der eine hier ist jetzt schon zum zweiten Mal in die Box gegangen. Der Santos. Ja, es kommt jetzt drauf an, wie wir mit den Teilen haushalten. So, du gehst dann wieder nicht ganz so konservativ kann er bei den Reifen sein. So, Boxenstopp. Passt der. Nachtanken. Sehr gut. So, konservativ mit den Reifen. Benzin niedrig. Und guck mal an, durch die Reparaturen von den anderen Leuten. So, ist er sogar nur auf Rang 3 zurückgefallen. Und er macht ja jetzt keinen Boxenstopp mehr. Porter wird einen dann wieder machen. In 3 Runden. Vielleicht können wir ja sogar noch eine Runde hinauszögern. Das werden wir sehen. Und dann auf die Supersoft-Reifen gehen. Auf jeden Fall haben wir auch einen guten Spritsparmodus beim Auto mit drin. Aber wir bleiben erstmal auf unserem Setup. Wie gesagt, Concorn fährt sein eigenes Rennen, der muss nicht nochmal in die Box. Also hoffe ich zumindest, dass die Teile so durchhalten. Die Aufhängung, Getriebe und Bremsen sind bei ihm etwas low. Und bei Porter ist es vor allen Dingen die Aufhängung, aber auch... Oh, jetzt kommt das Getriebe. Da müssen wir Acht geben. Ja, er kommt jetzt schon an mit der Nachricht. Ich habe aber keine Lust jetzt zu reparieren. Unsere Strategie funktioniert gerade so schön. Wir sind jetzt in Runde 12. Ich würde ihn aber noch eine Runde draußen lassen. Und Concorn fährt hier sein eigenes Rennen mit dem Wissen, dass die anderen alle nochmal in die Box gehen werden. So, Porter wird jetzt in die Box gehen, kriegt dann die sehr weichen Reifen, weil er dann nur noch 5 Runden fahren muss. Und jetzt ist die Frage, riskieren wir es oder riskieren wir es nicht? Wir riskieren es einfach mal. Er soll dann ein kleines bisschen
vorsichtiger mit dem Material umgehen. So, Concorde hat eine halbe Runde auf jeden Fall, mehr als eine halbe Runde schon wieder rausgeholt vom Benzin, das ist auch gut. Porter wird jetzt an die Box gehen. Mal sehen, wo er wieder rauskommt. Hier musste der erste wegen mechanischen Problemen aufgeben, okay. Boxenstopp klappt, alles klar. So, jetzt sind nicht mehr viele, die noch an die Box gehen müssen. Wo kommen wir wieder raus? Derzeit auf Rang 5 und haben so 7 Sekunden Vorsprung vor Markey. Concorde jetzt in Führung gegangen. Ja, Markey derzeit unser größter Gegner, was die Position hinter uns anbelangt. Aber der größte Gegner insgesamt werden unsere Teile sein. Noch 4 Runden müsst ihr beiden durchhalten. Ich bin gespannt, was mit Shaw sein wird. Ob der dann noch in die Box geht oder es versucht bis zum Ende durchzuziehen. Concorde zieht es auf jeden Fall durch. Der dürfte auch keine Probleme mit den Teilen haben. Bei Porter wird es halt etwas eng. Oh ja, jetzt kommen schon die ersten Zustandsteile. Du fährst mal konservativer. Mit dem Motormodi will ich dann mal gucken. Shaw kommt jetzt an die Box. 3 Runden noch, musste durchhalten. Ja, durch eine konservativere Fahrweise haben wir hoffentlich die Möglichkeit, das Getriebe etwas zu schonen. Klar, können halt jetzt schlecht auf die schnellste Rennrunde gehen, aber viel wichtiger ist, hier ins Ziel zu kommen. Weil es macht schon einen Unterschied, ob wir hier landen oder hier landen. ...17% derzeit noch. 2 Runden. Wir haben knappe 6 Sekunden Vorsprung vor Markey. So, wie sehen seine Teile aus? Das sieht hier sehr gut aus. Und bei ihm... ...das Getriebe ist halt... ...der Schwachpunkt jetzt. Ja, nur noch 7%. Das wird doch wohl jetzt die letzte Runde noch durchhalten, hoffe ich mal. Um knappe 5 Sekunden Vorsprung vor dem Drittplatzierten. Wir gehen jetzt hier bei ihm komplett auf niedrige Modi runter. Dass er irgendwie durchhält. Das wird dann von Rennen zu Rennen besser. Das ist immer am ersten Rennen ist das wirklich kritisch. So. Komm, die letzten 2, 3 Kurven wirst du wohl noch schaffen. Mit 7% Getriebe. Schön vorsichtig um die Strecke. Concorde wird das Rennen gewinnen. Und Porter schafft er es. Letzte Kurve. Jawohl. Sehr gut. Doppelsieg. Also wir scheinen derzeit wirklich gut zu sein, was unser Auto und unsere Fahrer anbelangt. Also können wir, denke ich mal, etwas risikoreicher mit dem Sponsorenziel umgehen, um mehr Einnahmen zu generieren. Und die Top-Favoriten, ja... Eastwood und Lucatelli waren das, glaube ich, die beiden haben auch gut gepunktet, aber nicht ganz so gut wie wir. Natürlich, bei einem Doppelsieg hast du halt die maximale Punkteausbeute, außer halt noch die schnellste Rennrunde.
Aber mit 39 Punkten, da kommt kein anderes Team dann ran, selbst wenn die die schnellste Rennrunde haben. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das am besten machen? Ich kann mal kurz nachschauen. Ah, das Video geht trotzdem schon 30 Minuten. Also ich würde wohl sagen, dass wir dann wieder, ja, ein Video pro Rennen machen. Da sind wir bei 11 Rennen. Es soll jetzt erstmal immer sonntags kommen und dann muss ich irgendwann mal schauen, ob ich das wieder häufiger machen kann vom Zeitplan her. Aber wenn wir sonntags jetzt jede Woche sonntags Motorsportmanager haben, haben wir in den nächsten 3. Warum kriegt der Moral minus 2,5%? Der ist doch sein Dings gefahren. Ich weiß es nicht. Kriegen wir diese Saison quasi in 3 Monaten ungefähr hin. 1,6 Millionen. Das ist schön. Und wir führen hier sehr schön die Tabelle an. Okay, ich hoffe, euch hat diese Comeback-Folge gefallen. Wir sehen ganz gut aus, was unsere Performance anbelangt. Und dann bin ich gespannt, ob ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao!